Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei Inazuma Eleven 2 Eisstufen. In der letzten Aufnahme ist ja auch schon wieder so einiges passiert. Wir haben diesen Froze getroffen und wir haben seine wahre Kraft getroffen, also mit, beziehungsweise der Spezialschuss, ich weiß jetzt nicht auswendig, wie der hieß. Auf jeden Fall seine Spezialattacke haben wir mitbekommen, aber trotzdem haben wir gegen Alpine gewonnen. 3:1 ist das Spiel ausgegangen und jetzt hat uns Sean Frost die Möglichkeit gegeben, unsere Schnelligkeit zu verbessern. Und jetzt gibt es auch die Möglichkeit, ein Spiel zu spielen, bei diesen Blitzen das Spezialtraining zu machen. Was brauche ich? Ein Tor? Tauri, du läufst, du läufst nach innen. Pass. Und. Na, schade. Wind. Okay, er hat gesundlich mit der gleichen. Machen wir Tackling. Ja, gewonnen. Am besten. Passen und dann reinschießen. Voller Kraft. Ich glaube, die schießen nie daneben. Tortaucher. Die Attacke ist so lustig. Der muss ja auch richtig. Der muss ja auch richtig dingend aufpassen, dass er nicht auf einmal auf den Boden fällt. Der läuft erstmal kurz daneben. Einfach nur um Miles. Oder muss es halt. Jawoll. Pass. Komm hier hin. Winter. Oh. Na, das hat nicht ganz geklappt. So, komm her. Komm, Eric, geht drauf. Geht schon. Sehr schön. Kommst mal weiter hier hin. Ich habe eigentlich. Ich wollte sie haben. Aber okay. Tori, die letzten Sekunden. Und der ist drin. Tolles Tor! Sehr schön. Ganz knappe Sache gewesen, mal wieder. Geld, Teamgeist brauchen wir auch, um neue Leute zu bekommen. Ja, hier können wir das Spezialtraining machen. Habe ich ja schon mal gezeigt. Machen wir nochmal. Nehmen wir denn hier? Wallzeit kann mal was vertragen. Kostet Geld, Lernpunkte. Zack. Wirklich auf dem Snowboard. Aber wir haben hier noch mehrere. Im Hirschpark haben wir auch schon zwei solcher Blitze gesehen. Den einen haben wir kennengelernt, das war da erhöht die Schusskraft. Und den anderen weiß ich noch nicht. Ich denke mal, hier gibt es bestimmt noch einige Spezialtrainings, die wir uns angucken können. So, hier beginnt das Training von denen. Ich bin nicht so schnell genug. Ich bin nicht schnell genug, um Elias zu besiegen. Ich muss noch schneller werden. Die sind hier gerade am Trainieren wie ein Verrückter. Falls ihr das in der Serie gesehen habt, oder in den Anime, ist Nathan immer so einer, der immer der Schnellste sein möchte. Der ist ja ein Athletiker und da war er immer der Schnellste. Und auch hier in unserem Fußballteam war er immer der Schnellste. Jetzt gibt es Gegner, die, sag ich mal, 10-mal so schnell sind wie er. Jetzt müssen sie alle schneller werden. Hey, Nathan! Mark! Danke, dass du dich dazu bereit erklärt hast, mit Frost zusammenzuarbeiten. Du hast mir gezeigt, dass wir nur stärker werden können, wenn wir an uns arbeiten und offen für Neues sind. Soweit habe ich es selbst nicht gedacht.
Also ich glaube, dass du drauf hinaus wolltest, stimmt's? Was? Ich kann nicht lesen, ne, Leute? Das wisst ihr ja. Also, ich glaube, dass du darauf hinaus wolltest, stimmt's? Wenn wir Frost stärken nutzen, werden wir uns dadurch alle verbessern. Aber um seine Stärke richtig nutzen zu können, müssen wir erst einmal den Ball von Elias erobern. Wenn das einer schafft, dann du. Schon bald wirst du schnell wie der Wind sein. Und was passiert, wenn ich es am Ende nicht schaffe? An so etwas darfst du nicht einmal im Traum denken. Ich brauche mehr Kraft. Wenn ich doch nur ein wenig von dem Wasser der Götter hätte. Was? Erinnerst du dich nicht an Zeus und das Wasser der Götter? Ein Tropfen davon und ich wäre sofort stark genug. Nur einmal von dem Wasser der Götter trinken, um die Welt zu retten. So schlecht wäre das nicht, oder? Ich denke mal, das ist so etwas wie Placebo-Effekt. Also, er denkt, er wäre stärker und in Wirklichkeit ist es seine eigene Kraft. Ich denke mal, so etwas gibt es gar nicht. Was sagst du da? Man kann doch nicht alles von so einem Zeug abhängig machen. Wir müssen ehrlich und anständig gegen Alice spielen. Vor allem, weil sie Fußball benutzen, um Menschen zu verletzen. Entschuldigung. Ich war wütend und ein wenig verwirrt. Vergiss es einfach wieder. Alles klar. Mach dir deswegen keine Sorgen. Training macht den Meister. Eigentlich Übung macht den Meister, aber okay. Machen wir uns wieder an die Arbeit. Merk, es tut mir leid, aber ich würde jetzt gerne ein bisschen allein weiter trainieren. Hey, Nathan. Debré. Ich muss das gleich noch einmal versuchen. Kevin. Oh, hallo. Nach dem, was du gesagt hast, hätte ich nicht erwartet, dass du jetzt so hart trainierst. Wieso hast du deine Meinung geändert? Er sagte, dass wir Spaß haben sollten, wenn wir gewinnen wollen, stimmt's? Und ich will unbedingt gewinnen. Weder gegen Alias noch gegen Frost werde ich verlieren. Kevin. Gut, dann lass uns zusammen trainieren. Alles klar. Wo ist er? Frost. Hier drüben. Verwarte. Sean. Du versuchst immer, mich einzuholen. Nathan ist im Team. Ja, okay. Geh zum Bus, sobald das Training vorbei ist. Es ist doch vorbei. Dann gehen wir mal. Wir könnten auch mal eine komplette Truppe aufstellen, die nicht aus den Hauptcharakteren bestehen. Das wäre doch mal was, oder? Also Elva-Truppe. Aber da finden wir noch ganz viele Spieler. Viele Verteidiger. Und so weiter und so fort. Ich glaube, das werde ich auch mal machen. Wir haben eins. Der ist, glaube ich, ja. Also hier. Stürmer haben wir schon mal. Dann haben wir ihn hier. Toll, gehört dazu ihn. Mittelfeld. Ach, das Verteidiger. Der macht irgendwie hier Faxen. So, Defensivstrang, so Verteidiger. So, jetzt sind sie alle auf der richtigen Position. Mittelfeld, 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 Mittelfeld. Verteidiger, Verteidiger, Verteidiger. Und
Stürmer. Das heißt, wir brauchen von jedem nochmal komplettes Set 4, 4, 2. Würde ich sagen. Die werde ich dann auch mal nach und nach mal holen. Zum Bus wollen wir gehen. Da geht's nämlich weiter. So, ich denke mal, wir müssen bestimmt mit der Trainerin oder so reden. Aber wir fangen schon mal an. Anwerben. Moment mal. Beenden. Hier gibt es noch das Bekannte, da ist ja auch mit anwerben. Bekannte anwerben. Was haben wir denn? Wem haben wir denn da? Wir haben hier einen Stürmer, Corne Andesch, und wir haben einen Verteidiger, Ferris Strickmann. Und die sind eigentlich ziemlich gut immer, die Leute. Komm, wir holen einfach mal beide. 25 anwerben. So. Was auf dem Kanaldeckel im Einkaufsviertel? Wo soll das sein? Wo soll das denn bitte sein? Am Kanaldeckel? Ja, vielleicht in Hokkaido? Karte. Das ist doch Kanaldeckel, bla bla bla. Ja, das ist sehr schlau gemacht. Ja, das ist jetzt ein Problem. Jetzt ist eine Aussage, die ich jetzt nicht verfolgen kann. Guck mal, machen wir mal schneller. Was? Machen wir doch mal ganz anders. Was zur Hölle? Los. Leute, mach doch was. Pilzkopf, Alter. Okay, das hat nicht ganz geklappt. So. Durchsetzen. Wald gegen Wald. Aber er ist nicht stark genug. So, dann kommt mein Spulendreher. Zack. Tja, war wohl nichts, ne? Lauf. Und schießen mit einem Drehschuss. Und zack. Den kannst du nicht halten. Dafür müsstest du schon eine Spezialattacke einsetzen. Aber denn, da du die nicht hast, hast du verloren. So, Powerriegel und ein Wasser. Ist der vielleicht hier irgendwo? Nein. Was war das? Info und Status. Hallo, wo bist du mal? Ich habe gehört, dass Stickman auf dem Kanaldeckel im Einkaufsviertel ist. Ja, aber wo ist Kanaldeckel? In welcher Stadt? Einkaufsviertel? Gib nicht auf, erstellt das bestmögliche Team. Ja, Kanaldeckel. Na super. Ich habe jetzt irgendwie keinen Bock. Ich glaube, da verliere ich jetzt, ne? Ja, das finde ich auch scheiße. Ich verliere Geld und verliere Teamgeist. Einkaufszentrum. Aber ich kann hier immer alles wieder reinholen. Einkaufszentrum, Kanaldecker. Hier ist ein Kanal. Ah, hier. Nein, doch nicht. Nein, nein. Ob die beiden wieder. Ich dachte, Hokkaido, aber schon von nicht so. Einkaufszentrum. Okay. Der Typ, der ist schon komisch. Wo
muss ich denn jetzt hin? Tokio vielleicht? Und hier, Bahnhof? Vielleicht? Hier ist ja auch so ein Einkauf. Wer ist denn das? Da ist ein kleines Mädchen. Da ist auch niemand, da ist auch niemand, da ist auch niemand. Auch niemand, auch niemand. Da hinten ist ein. Da hinten ist was. Auch nichts. Schade. Sehr interessant. Jetzt weiß ich nicht, wo der Typ sein soll. Kanaldecke. Könnte das sein? Lara vielleicht? Ein Zentrum? Lara Zentrum vielleicht? Besser wäre es, wenn ich eine Stadt hätte. Oder ist es ein Gebiet, wo wir noch nicht hinkommen? Ja, hier ist er auch nicht. Bus. Ja, dann werbe ich halt den anderen Arm. Schade. Das geht dann nicht. Ja. Dann nehmen wir mal ihn. Versuchen mal ihn zu holen. Buchladen am Bahnhof ist. Buchladen am Bahnhof. Okay, Bahnhof. Wir kennen nur einen Bahnhof. Und das ist der in Tokio. Am oder im Buchladen? Muss ich gleich nochmal lesen. Muss jetzt ein Punkt mehr sein. Da ist ein Punkt auch mehr. Apotheke. Da ist er auch schon. Bücherland. Okay, Fußball. Ich war sowieso auf der Suche nach einem Club. Das ist nur wohl Schicksal. Oh, und da müssen wir erstmal gegen ihn antreten. Oder gegen seine Mannschaft. Ein neuer Stürmer. Natürlich sehr schnell. Das ist wirklich. Ah, Finter vielleicht. Ganz knapp. Und ein Drehschuss rausholen. Gut, Spulendreher rausholen. Oh mein Gott. Falsche Abteilung. Und das war's. Müssen wir noch. Nochmal gegen ihn kämpfen. Level up! Level up. Okay. So, Ardisch oder Andisch. Andisch ist dabei. Neuer Stürmer. So. Moment mal. Haben wir jetzt den anderen aus? Haben wir den anderen noch? Vielleicht verstehe ich das. Ah, du bist mal. Achso, den. Der ist weg. Was? Mal gucken, was hat der vielleicht für Bekannte? Hey, hallo? Dann werben. Der hat schon mal 3 Bekannte. Noch ein Stürmer. Lavenda. Pena, das Bruder. Und Peter Malus, Mittelfeldstürmer. Mittelfeldstürmer. Ein bisschen anders, aber gleiche Frisur, nur das Gesicht ist ein bisschen größer gezogen, größere Augen. Okay, dann. Sperrer. Nehmen wir mal.
Das ist ein Stürmer, der nächste Stürmer, mein Partner. Bei der Schaukel im Park beim Marx Haus. Also es wird nicht über Städte mehr geredet, das ist Hillman, der das macht. Okay, aber das ist schon komisch. So, aber wir sind jetzt hier hier im Wohngebiet in der Nähe und können dann da mal eben kurz vorbeischauen, hier in der Schaukel oder sein. Da steht er auch. Letzter Zeit lang gedauert. Ihr seid immer so gelebt hat. Geheimnis, bla bla bla. Wir müssen immer gegen die Leute kämpfen. Schlimm. Alles neu. So. Schießen. Eigentlich wollte ich zurückschießen. Das ist durch. Und volle Power rausschießen. Zack, drin, Tor. Vorwärts, Reimann! Perfekt. So muss es laufen.